ist er liebenswert? Sieht er gut aus? Er ist ledig. Ich glaube schon. Du meine Güte, benehmt euch ganz natürlich. Mr. Collins, zu Ihren Diensten. In einem Jahrhundert, in dem es für eine Frau das Höchste war, zu heiraten, war Elizabeth Bennet ihrer Zeit weit voraus. Ich habe sie zur Gefährtin meines zukünftigen Lebens ausersehen. Sir, ich kann sie unmöglich heiraten. Keine Sorge, Mr. Collins. Sag ihr, dass du auf der Vermählung bestehst. Papa, bitte. Du bekommst dieses Haus. Ich kann ihn nicht heiraten. Bewahrst deine Schwestern vor Elend und Not. Ihr könnt mich nicht zwingen. Von Jane Austen, der beliebten Autorin von Emma und Sinn und Sinnlichkeit. Das ist Mr. Darcy. Sieht unglücklich aus, der Ärmste. Er mag unglücklich sein, aber arm ist er ganz gewiss nicht. Tanzen Sie, Mr. Darcy? Nicht, wenn es sich vermeiden lässt. Was in aller Welt hast du mit dem armen Darcy angestellt? Ich habe keine Ahnung. Ich habe nicht das Talent, mit Menschen, die ich nicht kenne, leicht ins Gespräch zu kommen. Übung macht den Meister. Darf ich um den nächsten Tanz bitten, Miss Elizabeth? Wie unangenehm, wo ich doch geschworen habe, ihn auf ewig zu verachten. Sie dürfen. Er ist so reich. Lizzie, was bist du snobistisch? In diesem Herbst präsentiert Focus Features die Geschichte einer modernen Frau. Mr. Darcy ist mit meiner Tochter verlobt. Glauben Sie, ein Mädchen ihres Standes könnte diese Verbindung verhindern? Die herausfand, dass der Mann, den sie nicht ausstehen konnte, zugleich der ist, dem sie nicht widerstehen kann. Erwarten Sie von mir etwa, dass ich mich aufgrund Ihres niederen Standes auch noch freue? Sie waren von Anfang an so arrogant, dass Sie der letzte Mann auf der Welt wären, den ich zu heiraten bereit wäre. Ein gut aussehender Mann. Doch, in der Tat. Working Title präsentiert eine Geschichte, die Geschichte schrieb. Er war ein Narr, ebenso wie ich. In der Liebe sind wir alle Narren. Keira Knightley, Matthew McFadden, Brenda Blethyn, Donald Sutherland und Judi Dench. Sie haben mich verzaubert mit Leib und Seele. Ich dachte, sie kann ihn nicht ausstehen. Das dachte ich auch. Das dachten wir alle. Stolz und Vorurteile.